Diktatur, Terror und unendliches Leid. Das heutige Syrien. Die Situation für Land und Menschen scheint hoffnungslos. Katastrophal. Katastrophal, weil wir aus dieser Spirale der Gewalt nicht rauskommen. Schriftsteller Rafik Shami ist in Damaskus geboren. Familie und Freunde leben noch dort. Er musste Syrien 1970 verlassen und hat es seitdem nicht mehr gesehen. Doch er schreibt darüber. Seinen jüngsten Roman Sophia oder der Anfang aller Geschichten stellt er gerade auf Lesereise vor. Wir treffen ihn in Frankfurt. Er kam mit der Freunde, er will sein Land sehen und er will mitten auf der Hauptstraße schreien, ihr könnt mich mal. Aus dem Exil reist Romanfigur Salman wieder in die Heimat. Für den Schriftsteller selbst zu gefährlich. Die Sehnsucht nach Syrien aber eint beide. Seit 44 Jahren, jeden Morgen, denke ich an Damaskus. Ich wusste nicht, dass ein Exilmensch so viel an seine Stadt denkt, die man ihm verboten hat. Ich wiederhole noch mal, die man ihm verboten hat. Das ist ja die Krankheit namens Sehnsucht. Und die Heilung kommt nicht durch ein Gespräch mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten. Die kommt nur durch eine nüchterne Rückkehr. Dann wird man ernüchtert. Ernüchtert, dass es das alte Syrien nicht mehr gibt. Die Bewohner des Landes verhungern in manchen Dörfern. Das Unglück in Madaya sei ein Skandal, sagt Rafik Shami. Und das Land auch ein Schlachtfeld anderer. Jetzt ist Syrien eine Arena für die Kämpfe. Da mischen sich alle ein, um Positionen zu befestigen im Nahen Osten. Katar, dieser winzige Staat, mischt mit ein. Die Türkei mischt mit ein. Die Kurden mischen mit ein. Der Libanon sogar mischt sich ein. Und Sie müssen wissen, der Libanon darf nie etwas machen ohne Genehmigung von Frankreich und den USA. Russland mischt mit ein. Und China und alle, Entschuldigung, die kann ich die UNO sagen, minus ein paar kleine Länder wie Zentralafrika und Dänemark und der Südpol mischt sich nicht ein, der Nordpol auch weniger. Das ist das Problem. Und diese Mächte tragen die Verantwortung, nicht nur das Regime. Öl, Erdgas, Waffenlieferungen. Strategische Interessen, befeuert auch durch die Feindschaft zwischen den USA und Russland. Der Kalte Krieg kehrte zurück mit noch kälterem Gesicht, sagt Rafik Shami zum Konflikt im Nahen Osten. Der Krieg in Syrien ein Stellvertreterkrieg. Für die beiden Supermächte und auch für regionale Kräfte wie das sunnitische Saudi-Arabien und den schiitischen Iran. Denn diese zwei Mächte am Golf konkurrieren einmal, wer die Herrschaft am Golf hat, miteinander. Die sind die zwei mächtigsten. Entre parenthèses natürlich, der Iran ist 10-mal mächtiger als Saudi-Arabien. Also. Und die konkurrieren in Syrien auch, weil die eine hinter den Sunniten steht und der andere hinter den Schiiten steht. Der Streit zwischen Sunniten und Schiiten geht ins 7. Jahrhundert zurück. Die Schiiten forderten, dass der Nachfolger Mohammeds aus dessen Familie stammt. Die Sunniten setzten sich durch und wählten ihn frei unter herausragenden Gläubigen aus. Heute machen die Sunniten etwa 80% der Muslime aus. Die Schiiten fühlen sich unterdrückt. In Syrien will der Assad-Clan, der zu den Alawiten einer schiitischen Gruppierung gehört, Macht über die mehrheitlich sunnitische Bevölkerung. Religiöse Spannungen, die keine Rolle spielten, als Menschen bei der arabischen Revolution gegen die Diktatur aufstanden. Keiner rief nach Islam oder nach Christentum oder nach Judentum in der Revolution des syrischen Volkes. Die wollten Demokratie und Freiheit. Und es tut mir so leid, dass wir heute hier die Dschihadisten X und hier die Dschihadisten Y und hier islamischer Staat und hier ist halb islamischer Staat. Das ist neu, das ist in dem Konflikt entstanden. Wenn der Krieg ist kein Bürgerkrieg, die Deutschen verwechseln das mit Bürgerkrieg. Hier ist ein Bandenkrieg. Hier, die größte Bande sitzt natürlich in Damaskus, aber IS und Nusra und Musra und Dschihadisten, das ist ein Krieg, was die Religion im Mittelpunkt tut und damit Politik und Religion vermischt und das wird gefährlich. Religion, Zusammengehörigkeit, instrumentalisiert durch die Politik. Neben den Interessen der Super- und regionalen Mächte sind es die Lokalen, die den Konflikt schüren. Für Rafik Shami sind es auch das Festhalten an der Sippe und der Einfluss einzelner Clans, die eine Lösung schwierig machen.
Die Sippe kann nicht mit Waffengewalt gestürzt werden. Da kommt eine andere Sippe. Das wissen wir ja in vielen arabischen Ländern. Die Muslimen, die Islamisten in Ägypten vergewaltigten die wunderbare Revolution auf dem Tahrirplatz und plötzlich hat der Mursi seine ganzen Verwandten überall eingenistet. Das heißt, genau wie Mubarak vor ihm, genau wie Sadat, das bringt nichts. Mit Gewalt gibt es nichts. Sondern wenn der Staat anfängt, in der Demokratie Aufgaben zu übernehmen, Krankenversicherung, Arbeitslosigkeitsgeld, Gewerkschaftsorganisationen, Frauenverbände, Kinderschutz, Kindergärten, was ist die Aufgabe der Sippe? Die muss ins Museum gestellt werden, damit man sie sieht, so war das früher in Arabien. Am 25. Januar soll wieder über Frieden in Syrien verhandelt werden. Die Lage ist katastrophal. Aber Hoffnung zu haben, sei sein Hobby, sagt Rafik Shami. Meine These, man kann bessere Ergebnisse erzielen, wenn man mit den Russen, mit den Iranern, mit den Anhängern von Assad an einem Tisch sitzt und mit ihnen verhandelt, wie kann man eine Übergangsphasis machen. Ohne sie gelingt es nicht. Wenn wir dauernd Russland verteufeln und den Iran verteufeln, haben wir nichts davon. Ja? Saudi-Arabien ist nicht besser und die Türkei ist nicht besser. Also sollen wir wirklich ruhig sagen, lassen wir das mit den Beschimpfungen und setzen wir uns an einem Tisch. Welche Schritte sind notwendig, damit dieses Land zur Ruhe kommt? Seiner Familie hat Rafik Shami Hilfe angeboten, um Syrien zu verlassen. Doch sie will bleiben. Auch seine Sehnsucht ist ungebrochen. Daher schreibe ich viel über Damaskus, damit besuche ich Damaskus jede Nacht beim Schreiben. Ja, das ist so eine Art Behandlung meiner Sehnsucht. Nur mein Pech ist, wenn ich einen Roman beendet habe, ist die Sehnsucht noch größer.